Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einem ganz besonderen Test mit Milka Leo Espresso. Wie geil ist das denn? Dieses leckere Milka Leo, ich sag mal dieses Leo, ist es die, oder? Oder ist es der Leo oder ist es das Leo? Ich weiß es nicht, denn es gibt Milka Leo leider nicht mehr in Deutschland. Dieses Leo stammt aus Holland, gibt es auch in Belgien und in Frankreich. Und jetzt ganz neu in der Sorte Espresso. Das Milka Leo ist ja so ein bisschen das Pendant von Milka zum KitKat. Und ich mag es sogar ehrlicherweise teilweise sogar noch ein bisschen lieber, weil die Waffel mit der Füllung so schön vanillig ist, mag ich Milka Leo total gerne. Und jetzt Espresso. Ich bin übrigens auch ein riesiger Fan von Kaffeeschokolade. Wer ist auch Fan von Kaffeeschokolade? Ich weiß, unter meinen Zuschauern ist ein ganz, ganz großer Fan von Kaffeeschokolade. Das ist der Karl von Fit and Soul Food. Und wo ich gerade Karl nenne von Fit and Soul Food, kann ich auch nochmal ganz lieb den Candy Bar Collector aus Holland grüßen, denn der hat mir das zugeschickt. Ich habe das auf seinem Kanal gesehen, auf Instagram, und habe gedacht, oh mein Gott, ich habe mich verliebt. Ich muss es testen. Und dann hat er mir das liebenswerterweise zugeschickt, was ihr auch schon in dem Video gesehen habt, wo ich zu meinem Namenstag ein Paket ausgepackt habe und zu den anderen. Und das Paket vom Candy Bar Collector ja auch noch. Es ist super heiß hier gerade und ich bin super stolz, dass hier das Milka Leo Espresso nicht komplett geschmolzen ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es sieht noch richtig gut aus. Schaut mal. Oh mein Gott. Ja, es ist noch Leo da. Und ich muss auch ganz, ganz schnell essen, denn in diesem Raum hier sind gerade, glaube ich, wie viel Grad sind hier? Ich teile es mal. In diesem Raum sind gerade 28 Grad. Ja. Der Junkfood-Guru versucht cool zu bleiben, klappt wie immer nicht. Erstmal rieche ich den Kaffee hier. Oh mein Gott, ich darf gar keinen Kaffee mehr so spät abends essen, fällt mir gerade an. Ich drehe das Video übrigens hier um 23.05 Uhr. Wenn ich nicht schlafen kann, liegt es nicht nur in der Hitze, sondern auch deswegen, weil ich Milka Leo mit Kaffee esse. Denn hier ist tatsächlich echtes Kaffeepulver drin, also echtes Kaffeearoma. Extrakte Kaffee stand da drauf. Mmh. Ich bin sehr koffeinsensibel, deswegen teste ich auch nicht Energy Drinks, also ganz, ganz selten hier, weil da muss ich das schon tagsüber machen und nicht mehr abends. Und wenn ich die trinke, dann... Genau, deswegen trinke ich auch so selten Energy Drinks und teste die auch sehr selten hier. Schokofinger. Ein unglaublich intensiver, geiler Kaffeegeschmack. Ich raste aus. Wer auf Kaffee steht, muss es testen. Probieren. Sehr, sehr intensiv kaffeemäßig. Ihr kennt vielleicht vom OSC diese Kaffeesorte, Kaffeeschokolade. Die ist ja auch schon sehr lecker. Aber das ist irgendwie Merci hoch 2. Dieser Kaffeegeschmack. Sehr intensiv. Super lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 für den Kaffeegeschmack gibt es 10 Punkte. Ehrlich, es ist richtig, richtig geil. Kaffeemäßig Hammer. Sieht auch drauf Espresso. Ich habe das Gefühl, ich habe auch Espresso in Schokolade gegessen, ihr Lieben. Mega geil. Milka Leo Espresso. Gibt es in Holland, Belgien und... Holland, Belgien und den Niederlanden, wollte ich gerade sagen. Naja, und in Frankreich. Das meine ich, ihr Lieben. Hier oben gibt es ein kostenloses Abo beim Junkfood Guru. Ich freue mich total, wenn ihr mir noch einen Daumen nach oben fürs Video gibt. Über einen Kommentar sowieso. Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.